Ja, herzlich willkommen zurück. Endlich der fünfte Teil, vielleicht auch der letzte Ich Teil weiß zu langsam der nicht mehr, was ich Gothic glauben 2 soll. Modifikation Gefallene Engel. Ich habe was anderes An im der Sinn. Stelle sei ein herzliches Dank ausgesprochen an Das hat er Bisasam doch vorher und an gewusst. Lucigoth, die mir ein paar Hinweise gegeben haben zu Wer dieser sagt denn Modifikation. sowas? Gut, Wo dann wollen hast du wir das erstmal denn schon die wieder her? Hügelchen Worum soll abnehmen ich und ein mich denn bisschen noch was alles essen. kümmern? Ich Denn habe ja meine eigenen automatisch Probleme. aufladen tut sich das Er erzählt nicht, alles weiter. was man eigentlich von einem Engel erwarten Das hat er doch sollte. vorher gewusst. Gut, okay, machen wir mal ein paar Und es Kräuterches. wird noch viel schlimmer. Was wird noch viel schlimmer? Glaube ich Ich nicht. habe da meine eigene Was Meinung. haben wir hier? Feldknöterich. Ja, okay, lassen wir es erstmal so. Wer sagt denn sowas? Denn, richtig, okay, die Blutspuren Sag sind nicht, weg. das hast du nicht gewusst. Gabriela. Mhm. Er erzählt alles weiter. Das ist das mit dem Silvio. Da soll Ich ich habe eine meine Harfe eigene Meinung. suchen, laut Bisasam. Ich muss mir den Namen nochmal merken. Gut. Er hat mir nämlich empfohlen, dass da noch eine Harfe im Schuppen ist. Und da gucken wir doch mal gleich nach. Irgendwo in irgendeiner Ecke oder so muss diese Harfe versteckt sein. Okay. Hier sehe ich auch nichts. Gucken, habe ich in der Truhe was vergessen? Kann ja sein. Kann ja sein, kann ja sein. Nein, da ist nichts zu finden. Gehen wir mal hier. Hier hin. Da ist ja die Harfe. Wird die überhaupt angezeigt? Ja, Tatsache. Oh ja, okay. Hier ist das Härfchen. Die Harfe. Ein Engel ohne Harfe. Ansonsten gibt es keine Bedarfe. Gut, okay. Dann wollen wir mal die Harfe mal ausprobieren. Wo ist sie denn hier? Ah, hier ist er. Ah. Hör ich was? So, Moment. Ist das ein G? Gut, und dann sollten wir noch mal ins Logbuch gucken. Und zwar geht es ja um die Weigerung. Ich habe mich geweigert, für Silvio zu putzen. Jetzt ist er sauer und lässt mich nicht aus dem Lager raus. Allerdings wirkt er auch müde, bewacht er das Lager etwa rund um die Uhr. Vielleicht sollte ich ihm ein Schlaflied vorsingen, wobei ich gestehen muss, nicht gerade eine Engelstimme zu haben. Meine Schwerpunkte lagen eher woanders. Nun sollte ich wohl nach was Wohlklingendem Ausschau halten. Da ist die Harfe bestimmt mit gemeint. Wer weiß, was diese Herren für Schätze verbergen. Okay, Schlaflied, müde. Das sind irgendwelche Hints. Wir haben es jetzt 11.27 Uhr. Was heißt das denn jetzt? Also, das heißt, dass Silvio sich schlafen legen muss. Mal gucken wir doch mal. Der wird mich eh gleich wieder anraunzen. Der steht da schon auf, mein Gott. So, ich mal hier weg. Gabriela. Gut, okay, du kannst aufhören zu beten. Du kannst aufhören zu beten. In Ordnung. Ich habe so einiges. Gabriela. Okay, jetzt rennt sie wieder dahin. Also genug Abstand ist hier. Und ich glaube, ich werde mich mal wieder hier in die Hütte verkrümeln oder in den Schuppen, besser gesagt. Na? Ich habe übrigens auch keine Erkenntnis vom Silvio, dass ich eine Harfe trage. Gut, okay, jetzt werde ich mal schlafen. So, dann werden wir mal bis zum nächsten Abend schlafen. Hätte ich auch machen können, hätte ich die Kräuter gar nicht benutzen brauchen. Oh. Naja, so, der Abendhimmel ist violett. Und wer blutet denn da noch? Na ja, gut. So, pennt der da oder hockt der da? Er pennt da. Ne, er hockt da. Okay, ergo. Nochmal schlafen. Und bis Mitternacht.
hoffe ich doch, dass da der gute Silvio schlägt. Ja, tut das? Er tut's. Und er wacht wieder auf. Nein, er schläft, er schläft. Nein, nein, er wacht auf! Gabriela. Oh. Schleichen? Kann ich eigentlich schleichen? Schleichen kann ich nicht. Wo ist die Fackel, die ich da hingelegt? Verdammt, was ist los? Nützt das schon, wenn ich... Ah! Es klappt. Ah, herzlichen Dank für den Tipp. Wunderbar. Ja, monotoner Ton ist auch sinnig. Okidoki. Jetzt schläft er. Jetzt bin ich gespannt, was es dann für Sachen noch gibt. Soll ich ihn jetzt aufwecken? Verdammt, was ist los? Gabriela. Könntest du wohl aufhören, diese Harfe zu vergewaltigen? Das tut ja fast schon weh. Für einen Gepeinigten hast du aber einen gesunden Spontanschlaf hingelegt. Spontanschlaf? Wer sagt denn, dass ich von dem tösenden Lärm deiner abartigen Musikkreation nicht einfach ohnmächtig geworden bin? Du kannst den wohligen, zarten Ton der Himmelsmusik, die dahinter steht, doch überhaupt nicht wahrnehmen. Urteile also nicht über etwas, von dem du nichts verstehst. Ich gebe dir gleich ein Urteil. Wie waren gleich deine Worte? Ich kann meine Aktion auch ganz einfach wiederholen. Das wagst du nicht. Nur ein Fingerzucken und du liegst schlummernd und daumenlutschend auf dem Boden. Tu das Ding weg. Das ist meine letzte Warnung. Ich zähle bis drei. Schön, ich zähle mit. Eins. Zwei. Hör auf damit. Ist ja schon gut, ich habe keine Lust mehr auf deine Spielchen. Tu, was du willst, aber lass mich verdammt nochmal in Frieden. Warum nicht gleich so? Ach ja, würdest du wohl mein Beschützer sein? Hier wimmelt es von Monstern. Das soll wohl ein Witz sein. Silvio. Pack das weg. Meinetwegen, dann komme ich eben mit dir. Aber wehe, du schläfst mich damit nochmal ein. Braver Junge. Sehr schön. Sehr schön. Das ist eine schöne Sequenz gewesen. Okay, nochmal ins Logbuch schauen. Okay, keine aktuellen Missionen. So. Weigerung ist durch. Er hat eingewilligt, mich zu beschützen. Gut. Dann würde ich mal sagen, dass er das mal tagsüber machen soll. Darf man mal spontan. Diesem Bettchen. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Oh, steht da und ich hoffe, er brüllt mich nicht an. Nein, ach, endlich. So, bete für mich. Bete für mich. Lass ihn mal beten. Mal gucken, was die Schwester sagt. Aber wo bist du denn? Ja. Manuela. Und tschüss. Ja. Jetzt schauen wir noch mal. Kann es sein, dass neue Tiere gespawnt worden sind? Wegen neue Monster. Hey. Hier gibt's auch nichts. Nopse. Betet auch nicht mehr. Und es wird noch viel schlimmer. Ich habe so einiges gehört. Silvio und Paul. Das habe ich schon immer gesagt. Du kannst aufhören zu beten. Du meinst. Davon lasse ich lieber die Finger. Hey, du! Ich nehme an, du hast mittlerweile begriffen, wer von uns beiden der Stärkere ist. Ach ja. Was willst du? Das ist doch kein Du kannst Geheimnis aufhören mehr. Zu beten. In Ordnung, mein Engel. Ich hab da meine eigene Meinung. Richtig, Egon hat mich ja umgenietet. Hey, du!
Das habe ich schon immer gesagt. Du kannst aufhören zu beten. In Ordnung. Gut, also wegen irgendwelcher Mythenmonster und Mutationen steht mir Silvio doch nicht zur Seite. Warte mal, genau. Ja, kann ihn nur veranlassen zu beten. Es steht keine Aufgabe mehr aus. Erzähl mir nicht sowas. Das war doch klar. Nopse habe ich ja, glaube ich, gefragt. Ich glaube da nicht dran. Er ist gewandt, also will ja selbst hinter ihm her. Monster geben? Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Oh ja, Tatsache! Hallöchen, Popöchen, und ich bin nicht bewaffnet. Das sollte ich doch nochmal. Hallöchen. Genau, richtig. Ach ja, gut. Oh, 20 Harpienfedern. Okay, es wurde noch eine Harpie gespawnt. Ich war so mit der Harfe beschäftigt. Okay. Lustig. Also an der Stelle sei schon mal gesagt, die Modifikation, ich sag jetzt mal Mod, ist sehr liebevoll gemacht auch. Die Synchronisation, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Die ist stimmig, auch für die Charaktere. Gabriela hat auch eine schöne Stimme. So, rase ich erstmal hier alles ab. Ob es denn neue Monster gibt. So wie es wohl aussieht, nicht. Ach ja, da war was mit den Steinen. War, glaube ich, Lucy Goth. Jedenfalls wurde mir im World of Gothic Forum gesagt, dass sich hinter den Steinen oben noch irgendwas verbirgt. Aber da hätte ich unterwürfig sein müssen. Naja. Gabriela ist emanzipiert und lässt sich nicht so leicht unterwerfen. Okay, hier ist nicht noch irgendwie was Lustiges. Nope. Wem gehört eigentlich das Schiff da hinten? Ach, das waren ja die, richtig, die Soldaten, die da angekommen sind. Oh, ja, ist lange her. Lange her, dass ich jetzt den Teil hier abdrehe. Schauen wir noch mal. Oh, komm mal her. Gut. Also warum da jetzt noch eine Harpie gespawnt worden ist, wird wahrscheinlich irgendwas. Und zwar diese Steine hier. Genau, richtig. An diesen Steinen soll es irgendwie was geben. Aber ich glaube, die Chance habe ich vertan. Ich bin mir da nicht so sicher. Schlimme Zeiten sind das. Jetzt gucken wir noch mal. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Jetzt gehen wir noch mal zu Silvio. Das ist ja schrecklich. Paule? Egon? Ja, die können nur noch für mich beten. Hey! Bete für mich, Ende. What the heck? Oh, hier gibt es noch Feldrüben. Soll ich die holen? Brauche ich die? Glaube ich, brauche ich die. Hey, Paul. Du! Wie geht's weiter? What is the Metanym? Okay. Hey du. Hey du, genau richtig. Tschüss. Ich lege mal die Flügel an. Feldknöterreich. Flügel. So. Aber Manuela muss doch mit. Hey, du!
Oder müssen sie jetzt alle beten? Hab ich was verpasst? Hab ich was vergessen? Aktuelle Mission gibt es keine. Erfüllte Mission. Unsere alten Flügel. Haben wir ein Glück, auf der Insel gibt es alle Rohstoffe. Herstellung unserer alten Flügel brauchen. Muss noch 4 Duftkräuter besorgen, damit sie daraus... Das ist unter erfüllte Mission. Fahrt zur Hölle ist erfüllt. Ein Kreuz fürs Lager ist erfüllt. Weigerung haben wir eben gemacht. Norbert, gut, Sieg auf ganzer Linie. Norberts Frau wurde ja beschworen. Heilung für Egon. Ja, ist auch durch. Und der wahre Glauben ist ja die Hauptquest. Silvio ist jetzt ebenfalls zum Glauben. Damit habe ich alle Männer dieser Insel zu Gläubigen gemacht. Mission geschafft. Wir können endlich nach Hause. Irgendwas gescheitert. Tanzen und Flügel herstellen ist gescheitert. Ich habe mit Manuela ausgemacht, dass ich die Rohstoffe für unsere Flügel besorge. Sie braucht Knochen, Federn und starke Sehnen. Manuela hat aus den Rohstoffen ein paar schöne Flügel hergestellt. Wir wollen sie an der Klippe mit den Nestern ausprobieren. Manuela meint, wir brauchen die selbstgemachten Flügel nicht mehr. Was zum Geier? Jetzt habe ich Flügel, aber sie nicht? Ja, die mampft sich da drüben voll. Ich habe mich doch mit Egon gekloppt. Er hat mich doch gerade angemacht, so von wegen, na, wer ist wohl der Stärker? Hat der vielleicht irgendwas? Da war doch irgendeine Sequenz da. Habe ich doch irgendwie was übergeben an ihn. Okay, dann pass mal auf. Dann machen wir die Flügel wieder weg. Das stört ein bisschen in der Sicht. Ich hoffe, dass ich... Warte mal. Ich bin da mal ganz fies. So. Egon. Bete mal was aus. Selbstverständlich. Ich werde sofort anfangen, mein Engel. So. Oh, er rennt sogar dahin. Das ist ja nett. So wie du sagst. Und dann ist er schon mal von den anderen weg. Und jetzt... Dann werde ich ihn mal natzen. Na! Ja, pass auf! Na! Oh, der hat gesessen! Gib alles! Mach ihn fertig! Schlag zu! Knapp! Hör drauf! Oh, der hat gesessen! Leg dich nie sein. Wieder mit mir an! Was ist das denn schon wieder her? Okidoki. Ja, ich glaube, deswegen... Hatte ich ja dann auch, hatte ich dann auch, irgendwas verloren, denke ich mal. Ja, Schätzchen, sonst stehen wir wieder auf. Da muss man mal ganz kräftig dazwischenhauen. Das darfst du keinem erzählen. Okay, das war natürlich auf die rabiate Art und Weise. Ergum. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Frisches Blut des Blutengels. Ich hab da so eine Gruppe, die nennt sich Blutengel. Machen so komische Musik. Mittelalter-Techno-Musik. Ja. Er sollte lieber den Mund halten. Gucken, habe ich irgendeinen Spruch? Nee, natürlich nicht. Ich habe keinen Spruch. Ich glaube da nicht dran. Engelsschwert. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Nö, hab keinen Spruch. Das ist mal wieder. Oder ich versuche ihn mal mit der Harfe zu. Sag nicht, das hast du nicht schlafen zu lassen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Da muss man mal ganz kräftig dazwischen hauen. Wirklich? Okay, funktioniert so nicht. Das ist ja interessant. Da muss ich meine Taktik ändern. Mal. Sag denn sowas? Sag nicht, das hast du nicht. Meine Kampftaktik ändern. Geschick hat die ja nicht, ne? Sag denn sowas? Oh, erstmal schlafen, sitzen. Na! Und tschüss. Ah! Jetzt wird's lustig. Hör drauf! Der hat gesessen.
Gut, was hat denn Aegon? Ja, nicht viel, ne? 17 Gold, Fleisch und die Myrrhesalbe. Mein Mann sieht das anders. Heißt das, ich muss jetzt alle abnatzen, oder was? Das hat er wirklich nicht verdient. Grobes Kriegsbeil. Wer sagt denn sowas? Oh Mann, mein Kopf. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Warte mal. Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Meine Meinung will ja keiner hören. Er erzählt alles weiter. Es war genau so, wie du sagst. Ich glaube da nicht dran. Hey! Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Bete für mich. Wie du meinst. Ich bin jetzt ein bisschen ratlos. Ich werde jetzt alle zum Beten schicken. Bete für mich. Selbstverständlich, mein Engel. Selbstverständlich, mein Engel. Hat sich hier noch was getan? Nein. Plasmakugel hergestellt. Ja, die Plasmakugel. Genau, das war das. Da hatte ich irgendwie... Ja, was mache ich denn jetzt? Hat Manuela die Plasmakugel oder jetzt nicht? Ich habe sie jedenfalls nicht, oder? Jede Menge Fische habe ich. Luftkraut habe ich noch 4 über. Ja, hab. Etwa sehen. Lass mal cool. Ich dachte, der Silvio hätte. Quatsch, der. Ich war der Meinung, der Aegon hätte die. Hat sie mir abgenommen. Im Kampf im 4. Teil. Oder gibt es noch mehr irgendwo? Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Monster. Wundert mich, dass noch eine Harpie gespawnt worden ist. Er redet einfach zu viel. Hier kann man nichts machen. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Hat er die? Und es wird noch viel schlimmer. Soll ich mal den Nopsen mal umnieten? Oh, Alter! Norbert! Nicht schlecht. Wag es ja nie wieder, mich anzugreifen! Nee, das ist die falsche Datei. Sorry. Also Nopse umnieten ist nicht. Und es wird noch viel schlimmer. Also ich komme an der Stelle jetzt nicht weiter, ne? Da hinten habe ich alle Tiere abgesahnt. Das weiß doch inzwischen jeder. Die Steine. Da haben wir schon rumgeklettert, sind schon drauf rumgeklettert. Ja! Das hat er doch vorher. Bis hierhin. Bin ich schon mal gekommen. Keine Missionen mehr. Das ist ja interessant. Eine aktuelle Mission, erfüllte Mission. Und sogar der wahre Glauben. Ach, vielleicht doch noch mal versuchen, die das hat er wirklich nicht Flügel anzulegen. Man, wenn alles abgeschlossen ist, dann kann ich ja bin mir da nicht so sicher. Manuela fragen, ob nö, tschüss. So. Hier ist keiner mehr da. Vielleicht brauche ich mehr Glauben. Heißt also, es fehlt nur noch Norbert.
die er für mich beten soll. Ich kann nicht glauben. Bete für mich. Mit Freuden, mein Engel. Okay, Black hat auch nichts mehr für uns. Silvio ist wieder. Gabriela. Ja? Wir haben beschlossen, in die Welt hinauszuziehen, um für euch noch mehr Leute zum Glauben zurückzuführen. Sieh es als kleine Entschädigung für die ganzen Missverständnisse an. Ja, ja, schon gut. Engel sind nicht nachtragend. Aber betet schön weiter. Wir wollen ja nicht schon wieder abstürzen. Geht klar. Es tut sich was. Das ist schon mal sehr positiv. Wir können aufbrechen. Sicher? Ja. Ja. Okay, ab zur Klippe. Ab zur Klippe und tschüss. Bin ich ja klasse. Wer ist sie denn jetzt? Was macht sie denn? Warte. Oh. Was ist denn? Wie soll ich in die Unterwelt zurückkommen? Du willst schon wieder zurück? Ich habe mit Norbert inzwischen alles besprochen. Und wir haben voneinander Abschied genommen. Er weiß, dass ich bereits tot bin und nicht mehr in diese Welt gehöre. Kein Problem. Ich werde dich wieder zurückbefördern. Oh, ja, das hat sich echt brutal angehört und vor allem so männlich. Hoffentlich ist alles gut mit ihr. Gut, also ab zur Klippe. Da, wo die Harpiennester sind. Also, war echt schon am Verzweifeln, so ein bisschen. Kann ich ihn jetzt schon fliegen? Nein. Ah, da ist ja Manuela. Ja, dann fliegen wir wieder mal in die Lüfte. Meinen herzlichen Dank an die Macher dieser Mod, an den Beteiligten. Hat mir wirklich gefallen. Materiellen Bügler brauche ich jetzt nicht mehr. Weiß also auch keine Klamotten. Ach. Okay, an der Stelle werden wir schneiden. Und uns die Big herauslösen. Dann wollen wir mal vergrößern. Mir das keiner? Hab ich doch. Ach, egal jetzt. Rechnen wir auf. 3, 2, 1. Los. Okay, ich werde die Nachbearbeitung reinbringen. Ja, schön. Bösschen. Wo bleiben Sie nur? Bösschen? Bösschen. Wir sind wieder da. Habt ihr nur gesteckt? Wir haben dir ein Geschenk besorgt. Ihr habt mir ein Geschenk besorgt? Hier.
Gold, Weihrauch und Myrrhe? Alles Gute zum Geburtstag. Ja, das ist erinnerungswürdig. Meinst du eine Party? Ja, eine Party. Was? Party? Ach komm schon, Würstchen. Ja, genau. Sei so verkennt, Würstchen. Ein brennender Besen? Nein, ein heißer Feger. Boah, war das schlecht. Oh, oh. Nein! Nein! Schön. Ach, interessant. Insel der Amazonen, eine Preview. Coming soon. Okidoki. Gab's ja auch im World of Gothic, dass das noch in Arbeit ist oder bald kommen sollte. Ja, Fazit. Hopp. Weiter so.